Hallo Community, hallo Zuschauer, willkommen zurück bei Bibas Playtime zur dritten Folge von Wasteland 2. Ja, und wir sind hier an der Ecke und wir können diese Stelle jetzt untersuchen. God damn it, Ace. You never should have put down the wrench and picked up the gun. Etwas scheint, ach so, da unten, da steht das, okay, etwas scheint da vergraben zu sein. Dann Inventar, mit I müsste das gehen, genau, dann... Na, ach so, der gräbt dann da. Hm, das ist natürlich doof. Dann geh doch mal dahin. So. Und dann lassen wir ihn doch da mal graben. Das heißt, da müsste ja irgendwas sein. Jawohl. Scrap, 38er Munition und Tabak. Hier steht noch irgendwas. Hier steht noch eine Dame. Still pretty broke up over Ace. I'm Angie. You kids must be the new recruits old Vargas trained up. Lord, y'all just babies. Okay, also Angela Death. Schluchz, entschuldige das Rumgeheule. Ich bin immer noch ziemlich am Boden wegen Ace. Ich bin Angie. Ihr müsst die neuen Rekruten sein, die der alte Vargas ausgebildet hat. Gott, ihr seid ja noch Kinder. Wir haben dich auf Ace Beerdigung gesehen. Kanntest du ihn gut? Ihnen allen geht es dreckig, aber dieses hier, oh Mann. Ace war nicht mal ein Ranger. Zuerst jedenfalls. Er verdiente seine Brötchen als Farmer und Mechaniker für Fernbürgo oben in Vegas und als Base... Kuchise anfing, seine Todesmaschine in die Wüste zu schicken, ließ Bring Ace nach Süden fahren, um Kämpfer gegen die Roboter zu rekrutieren. Wir trafen ihn im Quarz. Er hat sich mit Leuten angelegt und sie hielten ihn gefangen. Wir erklärten das und er kam mit uns. Er kämpfte mit uns gegen die Kuchise und hörte nie auf. Schließlich gab Vargas ihm die Uniform und einen Hut, aber offiziell wurde er nie vereidigt. Er war einfach immer da und jetzt ist er... Verdammt, Ace! Ich wusste, dass das hier Ärger bedeutet. Ich wusste es. Wie gut kennst du General Vargas? Besser als es ihm mögen wurde. Damals war der General der verrückteste von uns allen. Und nachdem wir die Kochins-Basis eingenommen hatten... war er plötzlich wie ausgewechselt, geradezu ekelerregend vernünftig. Jetzt schmeißt er den ganzen Laden und soweit ich beurteilen kann, macht er dabei einen verdammt guten Job. Und ich laufe immer noch Streife und nehme Funksprüche entgegen. Zeit, wie ambitioniert, ich bin was? Babys, wir? Tut mir leid, aber das seid ihr. Wie putzige kleine Kätzchen, ich erinnere mich an uns. Snake, Razor, Thrasher und mich. Als wir hier gerade anfingen, dachten wir würden einmal die Welt retten. Dachten wir wären unbesiegbar. Ich. Oh Gott, Entschuldigung, hört nicht auf mich. Junge, jung sein ist toll, Optimismus ist toll. Wären alle so in die Tage gekommen und abgestumpft wie ich, dann gäbe es wohl niemanden, der die Dinge ändern will. Also, schreitet voran und versucht euer Bestes. Vielleicht klappt es ja dieses Mal. Wo ist Quarz? Mann, bin nicht sicher, ob ich mich daran noch erinnere. Bin schon seit Ewigkeiten nicht mehr dort draußen gewesen. Weiß nicht mal, ob es überhaupt noch auf der Karte ist. Fragt Thrasher, er sollte es wissen. Ihr dachtet, Aces Mission bedeutet Ärger? Er war an derselben Sache dran, die Vargas euch aufgetragen hat. Hat versucht, Funksignale aus diesem Gebiet außerhalb der Karte zu empfangen. Ich fand das ziemlich öde und... wissenschaftlich, aber dann fing Ace an zu sagen, dass ihm jemand folgen würde. Ich fragte ihn, ob ich mit ihm
kommen konnte. Als ich ihn beim Gleisnomaden traf, um ihm die Signalverstärker zu bringen, aber er schickte mich zurück zur Basis. Er sagte, er sei nur etwas nervös geworden, weil diese Signale ihn erschreckten. Ich hätte mit ihm gehen sollen. Warum bin ich nicht mit ihm gegangen? Was war Basis Kochise? Eine alte militärische Einrichtung noch aus Vorkriegszeiten und die größten Schlachten, die die Rangers je geschlagen haben. Da war noch ein verrückter Computer im Inneren. Das verdammte Ding hat einfach nicht damit aufgehört, Roboter auszuspucken. Roboter mit nur einem Auftrag, Menschen zu töten. War ein höllischer Kampf damals. Wir mussten alles aufbieten, um das Scheißteil außer Gefecht zu setzen und der Sache ein Ende zu bereiten. Haben uns unser Abzeichen verdient an dem Tag. Und ich meine das wirklich. Es waren diese Stunden, die mich zum Captain Death gemacht haben. General Vargas wurde früher Snake genannt. Naja, wie schon gesagt, er war ein verrückter Wichser in frühen Jahren, aber ich denke, dass die schwere Last der Verantwortung das jetzt irgendwie aus ihm herausgepresst hat. Er war in keiner anständigen Barschlägerei mehr seit, scheiße, vielleicht einer Dekade. Was ist mit Hellraiser passiert? Er ist ein weiterer von den Jungs, von denen wir nicht wissen, wo sie stecken. Ist vor ein paar Wochen auf Patrouille gegangen, aber nie zurückgekehrt. Vielleicht ist er tot, vielleicht ist er abgehauen oder hat sich den Scorpions angeschlossen. Keine Ahnung. Alles, was ich weiß, ist, dass er sich nicht mehr gemeldet hat und wir auch sonst von niemandem gehört haben, der ihn gesehen hat. Ich vermisse den guten alten Hellraiser. Hat nie viel geredet, Freundschaften zu schließen fiel ihm auch nicht leicht und er hat sich einen Dreck um sozialen Umgangsform geschert. Aber es gab keinen loyalen Schweinehund unter der Sonne und wenn die Kacke am Dampfen war, war er es, den du an deiner Seite haben wolltest. Hast du seinen Spitznamen schließlich nicht umsonst bekommen. Scharf wie eine Rasierklinge und wenn er wollte, so furchteinflößend wie der Fürst der Hölle persönlich. Wo ist Thrasher jetzt? Du nennst ihn jetzt wohl besser Gilbert. Schon lustig. Damals war dieser riesige alte knurrende Bär stark wie ein Ochse und ungefähr genauso artikuliert. Dann aber hat es ihn während des Kampfes mit den Robotern von den Kochinsbasis übel erwischt und konnte dann nicht mehr auf Patrouille gehen. Jeder andere Befehlshaber hätte ihn vor die Tür gesetzt, aber Vargas lässt seinen alten Freund nicht so einfach fallen, also hat er ihm einen Job im Museum verpasst. Und was soll ich sagen, es stellt sich doch tatsächlich heraus, dass der alte Bär einen gewissen Talent für Kartografie besitzt. Seitdem hat er es sich zur Aufgabe gemacht, unsere kleine Ecke des Westens Stück für Stück zu vermessen. Wer hätte das gedacht? Gleisnomadenlager. Was ist das Gleisnomadenlager? Könnte ein richtig lauschiges Plätzchen sein, wenn die Atchinsons und die Turbikaner endlich mal ihre alte Fehde begraben würden. Weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, warum es bei diesem verdammten Streit ursprünglich überhaupt ging. Und der Witz ist, dass jeder der beiden Familien eine dermaßen große Menge an alten Eisenbahntechnologie angehäuft hat, dass sie nur zusammenarbeiten müssten, um diese Gegend ein richtigen Transportsystem zu errichten. Stattdessen ballern sie sich lieber gegenseitig die Köpfe weg, Idioten. Was weißt du mehr über diese Funkverstärker? Genauere Details kenne ich nicht. Irgendwelche Technikgeblubber über Transmitter in Nord-Südachse und Funksignale, die von Wolken zurückgeworfen werden. Frag Woodson danach, er ist unser Funkgenie. Signale, hast du irgendwelche dieser merkwürdigen Übertragungen gehört? Ace hat mir ein paar davon vorgespielt, bevor er starb. Das meiste davon war kaum auszumachen, aber das, was ich verstehen konnte, hat gereicht, dass mir das Wasser in die Arschritze gefroren ist. Irgendein Typ, der darüber faselte, Menschen in Maschinen oder Maschinen in Menschen zu wandeln oder so, eine Scheiße. Aber das Verrückte daran war, dass er plötzlich angefangen hat, über uns zu reden, die Rangers. Meinte, wir wären der Grund für alles Übel auf dieser Welt und dass man uns auslöschen müsste, bevor seine glorreiche Zukunftsvision Gestalt annehmen könnte. Ich meinte, wer ist dieser Typ? Wo ist er? Und vor allem, was verdammt nochmal hat er gegen uns? Eine Maschine hat die ganzen Roboter gebaut? Yep, die KI der Kochinsbasis. Keine Ahnung, was damit noch in Ordnung ist. Keine Ahnung, was damit nicht in Ordnung ist. Kaputt, vermute ich. Sie dachte, jeder wäre ihr Feind. Wir wollten die ganzen...
wollte den ganzen Planeten vernichten. Die Red Scorpions, Fragezeichen. Man hat euch während der Ausbildung nicht über die Arschlöcher informiert. Na, dann lasst mich euch mal ins Licht setzen. Wisst ihr davon, als wir damals die Gefängnis verlassen haben und hier in die Zitadelle gezogen sind? Naja, die Scorpions waren die Penner, die sich im Gefängnis niedergelassen haben, sobald wir weg waren. Damals war es nur eine Meute von Banditen, aber sie haben sich organisiert, nennen sich jetzt eine Miliz und wollen etwas wie die Desert Rangers von Ost-Arizona darstellen. Nun ja, das ist natürlich ein Haufen Scheiße. Schutzgeld zu erpressen hat nichts mit Leuten beschützen zu tun. Sie pressen nur Geld aus ihren Städten und wenn die Einwohner einmal nicht spuren, mischen sie die Stadt auf. Ranger würden so etwas nie tun. Wir verlassen uns auf Spenden und gutes altmodisches Plündern. Kennst du Woodson? Funktechniker Wade Woodson, klar kenne ich den. Er ist der Typ, der dafür sorgt, dass hier, dass ihr Vagas hört, wenn ihr auf Patrouille seid. Hält die Maschine am Laufen, sorgt dafür, dass das Signal immer schön klar und deutlich bleibt. Kann einem schon mal das Ohr abkauen mit seinem Geschwätz über Schaltkreise, Frequenzen und was weiß ich nicht alles, wenn man ihn lässt. An eurer Stelle wäre ich dennoch nett zu ihm. Da draußen ist er euer einziger Verbündeter zur Basis. Ihr solltet euch also besser nicht mit ihm verscherzen. Ost-Arizona, was kannst du über das östliche Arizona erzählen? Im Grunde genommen alles zwischen dem Gefängnis und den Strahlungswolken Richtung Osten. Da draußen sind ein paar kleine Städte und Farmen. Allerdings beanspruchen die Scorpions dieses als Teil ihres Territoriums. Bevor wir hergezogen sind, haben Rangers in der Gegend patrouilliert. Demzufolge kannten wir das Areal ziemlich gut. Allerdings ist das schon 15 Jahre her und in dieser Zeit kam eine Menge passieren. Wer weiß, vielleicht ist die Gegend so beschaulich und friedlich, wie die Scorpions wie immer behaupten. Aber ich habe so einen meiner Zweifel. Strahlungswolke. Die Red Zone der Karte, Kinder. Großes, heißes Gebiet, die wir nicht mal betreten können, ohne sofort gegrillt zu werden. Die Wolken bewegen sich dort zwar ein wenig durch den Wind und Wetter, aber es gibt permanente Hitzezonen rund um uns. Im Norden, Süden, Osten und Westen, bis auf den Zeitpunkt, als wir diesen merkwürdigen Funksignale auffingen, war ich fest der Überzeugung, dass sich die Wolken ins Unendliche erstrecken und dass Arizona das letzte Fleckchen auf der Erde wäre. Aber vielleicht gibt es ja da draußen ja noch mehr Menschen und hey, vielleicht geht es dem Rest der Welt ja ausgezeichnet und nur wir hier leben in der Hölle. Das wäre doch der Witz des Jahres, was? Hast du irgendwelche merkwürdigen Übertragungen gehört? Ace hat mir ein paar von ihnen vorgespielt, bevor er starb. Das meiste davon war... Achso, das haben wir schon gelesen. Okay, auf Wieder... Ace and me, well, we've been fighting side by side for nigh on 20 years. I'm not letting him die unavenged. Okay, also wir haben jetzt gesagt Tschüss und dann haben sie, hör mal zu, Vagas hat dich gebeten, Ace tot nachzugehen, weil er dachte, ich sei zu aufgebracht, um dabei professionell zu bleiben. Er wollte nicht, dass ich Hals über Kopf losstimme und dabei halb eine Söhne auf der Suche nach seinem Mörder abknalle. Aber ich muss diesen Typen finden, Ace und ich, wir haben fast 20 Jahre Seite an Seite gekämpft. Ich werde seinen Tod nicht ungesühnt lassen. Okay, also, ich weiß, es ist gegen die Befehle, aber wenn ihr mich mitkommen lasst und ich dabei sein kann, wenn wir den Kerl kriegen, dann, naja, helfe ich euch, wie ihr da draußen zurechtkommt. Ich kann euch vielleicht den ein oder anderen Tipp geben, während wir unterwegs sind. Ich mag ja also langsam sein, aber ich kenne das Ödland wie meine eigene Westentasche. Was meinst du? Ja. Okay, also, wir haben jetzt hier eine neue Begleiterin. Ich speichere mal das Spiel. Zur Sicherheit nicht, dass irgendwie was abstürzt oder so. Das wäre ja schlecht. Zurück zum Spiel. Jawohl. So, haben wir noch irgendwas? Da ist noch was vergraben. Dann wollen wir doch mal der Graben benutzen. Ach, das war wieder verkehrt. So rum. Rechte Maustaste benutzen. Und da graben, jawohl.
Oh, eine Flinte, schön. Ein M40 Scharfschützengewehr. Scrap, Scharfschützenmunition, 5,56 Munition, ein stacheliges Halsband, ein Glasauge und nochmal Tabak. Jawohl. So, dann wollen wir doch mal gucken. Also wir haben jetzt hier ein Scharfschützengewehr. Er hat noch hier irgendwo einen Scharfschütze, oder? Meine ich das? Er ist Scharfschütze. Achso, er hat schon ein Jagdgewehr. Okay. Das macht 12 bis 18 Schaden und das Gewehr macht 17 bis 21. Das heißt, eigentlich ist das besser. Also das ist schlechter, weil das macht nur 12 bis 18. Kann ich ihm das jetzt einfach so geben? Ja, kann ich. Okay, dann gebe ich dir das auch. Okay. Das kann nicht dahin. Kann das dahin? Nee. Ach, da unten geht das hin. Okay. Auslaugenden Handschuh. Ach so, jetzt hättet ihr nur den... Ach so, nein, okay. Okay. Als Schrott markieren? Nee, als Schrott markieren will ich das nicht. Sie hat eine Pistole, er hat das Gewehr. Können wir das eigentlich direkt mal austauschen? Sie hat ein... Was? Ein Ruger Maschinenpistole. Und sie hat ein Sturmgewehr. Das heißt, sie kann die Munition gebrauchen. Das ist sehr gut. Kann man das nachladen, wenn ich das hier drauf ziehe? Nein. Okay, gut. Dann... Ja, das war's jetzt für die dritte Folge bei Wasteland 2. Ich werde das nochmal speichern. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet zur vierten Folge bei Wasteland 2, hier bei Biebers Playtime. Bis dahin sage ich danke fürs Zusehen, Servus und Tschüss. We'll be right back.